Hey Leute und herzlich willkommen hier bei Games Club. Mein Name ist Nero Devil und weil es heute mal nicht viel zu erzählen gibt, legen wir gleich los mit den Themen. Planet Side 2 ist nun offiziell erschienen, Black Desert legt die Server zusammen, ArenaNet veranstaltet ein Guild Wars 2 Gewinnspiel, die Helden aus Overwatch werden auch in Heroes of the Storm spielbar sein und macht euch bereit für Tahmkench, den Flusskönig. Nach einer ziemlich langen Beta-Phase und ungefähr 30 Monaten auf dem PC ist Planet Side 2 nun auch endlich auf der PlayStation 4 live gegangen. Der Online-Shooter der Daybreak Game Company ist dabei auch hier komplett Free-to-Play und verlangt somit nicht einmal die sonst für die PlayStation typische PlayStation Plus-Mitgliedschaft, um online spielen zu können. Wer aber dennoch einen monatlichen Betrag für eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft bezahlt, bekommt diverse Boni, wie zum Beispiel größeren Erfahrungszuwachs, Rabatte im Shop oder erhöhte Login-Priorität. Und jetzt, da die PlayStation 4 Version offiziell live gegangen ist, fängt man auch langsam an der Xbox One Version zu arbeiten. Allerdings weiß man wohl schon, dass man auf der Xbox One eine Goldmitgliedschaft zum Online-Spielen erwerben muss. Tja, da merkt man, dass Daybreak Games früher ein Teil von Sony war. Aber ich als Besitzer einer PS4 kann ja zum Glück gleich loslegen. Wieder mal Neuigkeiten über das MMO, das in Korea schon monatelang läuft und wer weiß wann bei uns erscheinen wird. Yay! Wie der Entwickler Dawn Games nun bekannt gab, habe man vor, die zurzeit 9 in Korea existierenden Server zu einem Mega-Server zusammenzuführen. Neben der Tatsache, dass sich dann auf der Map wohl zwangsläufig mehr Spieler tummeln werden, hat das besonders für die ganzen Top-Gilden eine große Auswirkung. Denn mehr Gilden bedeutet mehr Konkurrenz und das bedeutet, dass die Ranglisten härter umkämpft werden. Dawn Games nennt das Ganze ganz simpel eine Vereinigung und wird die Server wohl nächsten Monat umstellen. Würdet ihr euch solche Mega-Server auch für Europa wünschen? Denn ganz ehrlich, regional getrennte Server, wo sich zum Beispiel nur deutschsprachige Spieler tummeln, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Diese sind heutzutage nämlich in fast keinem MMO mehr zu finden. Und deshalb ist es mir ganz ehrlich auch ziemlich egal, ob ich jetzt auf einem Mega-Server oder auf einem kleineren Englisch schreiben muss. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die vor Kreativität fast übersprudeln, dann herzlichen Glückwunsch, denn ich gehöre leider nicht dazu. Aber solltet ihr zu ihnen gehören, dann habt ihr die Möglichkeit, an ArenaNets neuestem Gewinnspiel teilzunehmen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein eigenes Gildenwappen zu erstellen und einzuschicken. Für diejenigen, die nicht mit Guild Wars vertraut sind, im ersten Teil gab es für jede Gilde, die es sich leisten konnte, eine eigene Gildenhalle, in der verschiedene NPCs standen. Und dort hing eben auch überall das Wappen der Gilde. Und eben jene Gildenhallen will ArenaNet auch wieder in Guild Wars 2 einführen und daher der Wettbewerb. Die 5 besten Gildenwappengestalter bekommen dann natürlich auch einen Preis. Darunter sind dann zum Beispiel Edelsteine, ein Schlüsselanhänger, einige Skins oder sogar ein signiertes Artbook. Den Link mit allen Infos zur Teilnahme findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und falls der eine oder andere von euch mitmacht, wünsche ich euch natürlich viel Glück. Wie sich viele Spieler da draußen schon gedacht haben, können sich die Helden von Overwatch eines Tages auch auf den Schlachtfeldern von Heroes of the Storm gegenseitig die Rüben wegballern. Das wurde vor kurzem seitens Blizzard bestätigt. Bevor das allerdings passiert, will man Overwatch noch etwas Zeit geben, sich als eigenes Spiel zu etablieren. So soll laut einem Mitarbeiter von Blizzard frühestens 6 Monate nach dem Release des Spiels damit begonnen werden, an einer Crossoverisierung der beiden Spiele zu arbeiten. Ein Release-Date ist zwar noch nicht geplant, allerdings soll Overwatch auf der Gamescom dieses Jahr zum allerersten Mal in Europa anspielbar sein. Das heißt für mich wieder ganz früh aufstehen, damit ich als Erster reinkomme und ganz schnell zum Spiel laufen kann. Ein neuer LoL-Champ wurde angekündigt. Obwohl der letzte Champ, Echo, nun gar nicht so lange draußen ist, hat Riot Games schon den nächsten Helden angekündigt. Der Gute heißt Tahmkench und sieht aus wie ein überdimensionierter, aber gut gekleideter Frosch. Laut Riot soll dieser sowohl als Support als auch auf einer Solo-Lane spielbar sein. Aber auch wenn ihn anfangs wohl sehr viele Leute auf einer Solo-Lane ausprobieren werden, denke ich, dass er wohl recht schnell seinen Platz auf der Botlane finden wird. Ich meine, seine Skills schreien förmlich nach Supporter. Er kann ein Teammitglied verschlucken und somit unangreifbar machen oder sich mit seinem Ulti, ähnlich dem von Rek'Sai, ewigst weit weg teleportieren. Bloß, dass Tahmkench dabei einen Verbündeten mitnehmen kann. Zurzeit ist er auf dem PBE spielbar und wird dort auf einen Release für die offiziellen Server vorbereitet. Und da ich mich über jeden neuen Champ freue, der mich auf der Botlane supporten kann, kriegt Riot von mir auf jeden Fall 2 Daumen hoch. Jetzt würde mich aber mal eure Meinung zu dem Frosch interessieren. Wo seht ihr seine Position? Ebenfalls wie ich als Support oder denkt ihr, dass er als Solo-Laner eine bessere Figur machen kann? Schreibt es mir wie immer in die Comments.
Ja, und das war's auch schon wieder mit den News für dieses Mal. Ach übrigens, wie euch vielleicht aufgefallen ist, der Kamerawinkel ist jetzt etwas anders. Ist jetzt keine Riesenneuerung, aber ich wollte es euch nochmal sagen. Nur damit ihr wisst, dass ich immer noch rumexperimentiere, um das Ganze hier besser zu gestalten. Ja, in 2 Wochen gibt's dann auch endlich bessere Bildqualität. Naja, egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, ist hier unten der Abo-Button für euch. Ich bedanke mich wie immer herzlichst fürs Einschalten. Ciao.